Auf der IFA hat Samsung das Galaxy Fold vorgestellt. Zum zweiten Mal. Dieses Mal war das faltbare Smartphone aber nicht in einem Glaskasten vor der Masse geschützt, sondern konnte von allen Besuchern angefasst und gefaltet werden. Ob sich die Displayfolie löst? Ob es in der Mitte einfach bricht? Und wie ist es überhaupt, ein Gerät, das bis vor kurzem noch Science-Fiction war, in den Händen zu halten? Fragen über Fragen, die uns durch den Kopf schießen, als wir nach langer Wartezeit das Galaxy Fold das erste Mal in die Hände nehmen können. Kannst du knicken? Und das ist wörtlich zu nehmen. Das Gefühl ist dennoch seltsam. Jeder, der sein normales Smartphone schon einmal einem Stabilitätstest unterzogen hat, sprich es versucht hat zu biegen, kennt die Sorge vor dem Moment, in dem das Handy bricht. So oder so ähnlich ist es auch beim Galaxy Fold, mit dem Unterschied, dass es zum Falten da ist. Benötigt man zu Beginn ein wenig Kraft, um das Smartphone zu knicken, schnappt es durch die Spannung im Scharnier in der letzten Sekunde wie von alleine zu. Ein kurzer Schreckmoment, doch alles ist gut. Das Display ist noch intakt, das Gehäuse unbeschädigt. Apropos Gehäuse. Von außen sieht das Galaxy Fold wie ein typisches High-End-Smartphone von Samsung aus. Es glänzt und ist von Glas umhüllt. Dieses geht am Rand in einen Metallrahmen über, der letztlich die flexible Displayfolie in Position hält. Die Bedienung des Galaxy Fold funktioniert reibungslos. Egal, ob das Smartphone leicht geknickt oder flach auf dem Tisch liegt, das Display reagiert prompt. Standardmäßig öffnet sich eine App über dem gesamten Bildschirm. Gewöhnungsbedürftig ist das Gefühl der weichen Displayfolie an den Fingern. Vor allem im Hinblick auf die harten und kühlen Gläser, die sich bei den meisten Smartphones über dem Bildschirm befinden. Damit man das Galaxy Fold auch unterwegs im zusammengeklappten Zustand nutzen kann, hat Samsung sich eine Lösung ausgedacht. An der Vorderseite ist ein weiteres kleines Display verbaut, durch das sich das faltbare Smartphone ganz normal bedienen lässt. Ob ein Foto schießen oder eine WhatsApp-Nachricht verschicken, egal was man machen möchte, der Bildschirm gibt es im Kleinformat wieder. Auch die Kameraausstattung bzw. die Fotos, die wir damit machten, fielen positiv auf. Sie erscheinen auf den ersten Blick satt und kontrastreich. So interessant der Umgang mit dem Galaxy Fold auch ist, ein paar Auffälligkeiten gibt es letztlich doch. In den vergangenen Jahren wurden Smartphones immer flacher. Wir gewöhnten uns daran. Nimmt man nun das Galaxy Fold in die Hand, ist es im zusammengeklappten Zustand ziemlich dick. Erwähnenswert ist außerdem die Knickfalte, die in der Displayfolie bestehen bleibt. Das heißt, dass man je nach Blickwinkel einen Schatten auf dem Bildschirm sieht. Ob das wirklich störend ist? Hier entscheidet wohl die subjektive Wahrnehmung des Nutzers. Die Frage ist, inwieweit sich die Falte bzw. der daraus resultierende Schatten bei längerer Nutzung verstärkt. Samsung bringt das Galaxy Fold am 18. September in den Handel. Der Preis ist saftig. Rund 2.100 Euro wollen die Koreaner für das Stück Science Fiction haben.